So, servus. So, servus. Hier ist der Daniel, grüß dich. Hier ist der Jochen, grüße dich. Hallo Daniel. Wir haben auch Besuch von einer, vielleicht hat man es schon gesehen. Ja, wir haben eine Fliege hier. Eine Fliege, sie heißt Robbie. Ich nenne sie Robbie Sumsebrumm. Ja, das ist eine sehr tolle Fliege, die hat uns bisher viel begleitet und ich denke, sie wird uns auch helfen beim ein oder anderen Päckchen. Ja, man sieht es schon hier, wir haben ein Paket dabei. Wir haben heute viele Pakete. Und deswegen machen wir ein bisschen schneller. Also das Paket. Achso, ja genau. Das Wichtigste nicht vergessen. Heute mit Palmbräu, Rote Eiche. Ja. Rote Eiche. Ein schönes Bier. Stolz ist Kreichgau. Ja. Hier bleibe. Ja, hier bleibe. Ja, machen wir das. Hier. Rote Eiche. Speziell gebraucht. Schmeckt echt super. Sieht, wenn man es einschenkt, sieht es so aus. Oder ich kannst du mal einschenken? Muss mal tief ins Glas schauen. Das finde ich nicht lustig. Ich fand's vorhin lustig. Ja, ich fand's vorhin schon nicht lustig. Ich habe vorhin ziemlich arg gemacht. Ich kann mal Glas ins Tief schauen. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Andere Sache, man muss wieder auch sagen, das ist wieder ein Palmbräu, wie wir schon mal hier getrunken haben. Und das ist ein super geiles Teil, man sieht mal wieder den Hopfen, man sieht den Malz, der verwendet wurde, man hat ein bisschen Informationen darüber und es ist wieder ein super geiles Teil. Ja, ich kann es auch den Preis sagen. Es ist ein Sixpack und ich glaube, es kostet 5,50 Euro, 5,70 Euro. Oder ihr kauft es auf unserer Website für 15 Euro, plus Versand. Ich denke, das ist ein guter Preis. Ja, ist fair. Fair. Alter, der Tisch wackelt. Es tut mir leid. Darf ich auspacken? Ja, aber sehr gerne doch. Also, wir haben ein Paket, das ist von Joe Kelly? Nee, von Joe Chang. Ah, okay. Von Cheng. Cheng Chu Shui, Guang Cheng. Oh Gott, darf ich das nochmal sagen? Joe Chao Cheng, Chu Shui, Chu Cheng, Hui Zu, Ku Hang, Hai Dong, Lu 1662, Hao. Hallo! Ich nehme heute mal die gelbe Bastelschere. Die Bastelschere. Weil wir sind heute nicht in unserem üblichen südlichen Büro, sondern im Nordflügel. Und hier sind die Scheren etwas bunter. Ach, die ist ziemlich scharf für eine Bastelschere. Da muss man wohl aufpassen dann. Da muss man mal einscheren. Oh, ich habe ja gleich etwas von der Verpackung mit aufgeschert. Sehr gut. Ist das jetzt ein Doppelcut? Ja, ein legendär. Eigentlich ist es sogar ein Triple Cut, wenn du da noch unten getroffen hast. Ja. Oh, was ist das? Darf ich mal gucken? Oh, es ist ein Kabel. Ein kabelöses. Mit einem String dran. Mit einem Sealing Tape. Ist das jetzt mein Päckchen gewesen? Nee, ich glaube, das ist meins. Du hattest mir nämlich ein rosa Kabel ausgesucht. Ah ja, sehr gut. Die rosa Kabel sind sehr schön. Das ist ja auch sehr gut. Ein Nylon ummanteltes USB-C-Kabel. Mhm. Wunderschöne Farbe. Länge 2 Meter oder 1,5? 2 Meter. Wir wollen ja mal nicht hier irgendwie uns kürzer stellen als wir sind. Also, hört ja gar nicht mehr auf. Wunderbar. Ich meine, es ist jetzt wirklich nicht die Farbe, wo ich mir geholt hätte. Ach, ich finde sie eigentlich recht gut. Aber es ist eine schöne Farbe. Es ist auch ein Statement. Ja, ich bin für rosa Elefanten. Und ich würde auch sagen, ich würde auch sehr gerne mal Flamingo-Fleisch essen, weil das schmeckt zuckersüß wie ein Zuckerwatte. Wie ein Schwein. Mhm, wie karamellisiert. Ein rosa Schwein. Ein schönes Paket. Kann man immer gebrauchen, beziehungsweise braucht man immer. Also den Inhalt, nicht das Paket. Ein Paket kann man auch immer brauchen. Also wenn man das wie ich treibt, ich baue mir ja gerade ein Haus aus den Paketen, und beziehungsweise aus dem Material. Und das sieht schon relativ gut aus. Hast du schon eine Tür? Nee, eine Tür habe ich noch nicht. Mehr. Okay, aber bald hoffentlich. Ja, also ich bin bei der ersten Wand bin ich jetzt. Ja. Aber die sieht schon ganz gut aus. Sehr schön, ich freue mich für dich. Danke. Aber meine Pakete kriegst du nicht. Die sind schon in meiner Tasche. Oh, tut mir leid. Okay, sollen wir weitermachen? Ja, warum? Ich mache zum Thema beeilen. Ich nehme das nächste. Guck mal, ich habe jetzt nicht mal vorgelesen, was hier auf der Verpackung stand. Wo ist denn die? Die ist schon doch. Habe ich das? Ja, ich habe den Namen vorgelesen, aber nicht den Inhalt. Ach so. Oder den Preis. Der Preis war, glaube ich, 2 Euro noch was. Inhalt: einmal Cable. Einmal Kabel.
Versteht keiner. Hier ist es viel einfacher. Das ist From West Road, Shahe, Nanshan District, Shenzhen. Da haben wir schon was davon gehabt. Es muss 8-mal Relay Switch. Oh. 20 Cent. Ja, schön wäre es gewesen. Ich glaube, vielleicht kostet einer so viel. Ist das ein legendärer Doppelkarte? Oh ja. Aha. Oh ja, sehr schön. Ich packe das gleich aus. Was haben wir hier? Das ist ein 230 Volt Relais, ja, das man mit 3 Volt oder 5 Volt schalten kann. Ich glaube sogar 3 Volt. Ne, mit 5 Volt steht drauf. Ja, okay. Ja, 5 Volt, ja. 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 Super Sache. Aber ich glaube, die gehen sogar mit 3 Volt größtenteils. Und es sind. Upsala, da wackelt die Kamera. Wie verrückt. 8 Stück. Sache, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 8. Okay. Toll, ja. Ich glaube, die mache ich vorerst nochmal in die Tüte rein. Ja, okay. Du kannst sie dann im Hausbau verwenden. Das ist leider wahr. Wenn sie nämlich jetzt in dieser Tüte sind, nehme ich diese Tüte nicht mit. Wirklich? Sagt er und packt sie in seine Tasche. Ich trinke noch einen Schluck rote Eiche. Sehr gut. Mmh. So, lass es dir schmecken, mein Bester. Etwas. Ja, soll ich jetzt. Haben wir überhaupt schon angestoßen? Nein, ich glaube heute nicht. Lass es dir schmecken, mein Bester. Bester, dir auch. Ah, sehr gut. Ich glaube, das sollte man gar nicht zu kalt trinken. Das kann gut sein. Was mir jetzt gerade noch auffällt, für Freunde des Stalkings, ist hier eigentlich der ideale Ort für einen Livestream. Also, wenn ihr die richtige Wohnung beziehungsweise das richtige Haus hättet, ja, dann könntet ihr jetzt wirklich nicht nur im Twitch-Livestream und im YouTube-Livestream dabei sein, sondern wirklich auch im Live-Livestream. Ja, das Problem ist auch, die können auch bei uns dabei sein und man sieht oft auch, wie ich auf meinen Bildschirm starre. Ja, wie ich den benutze. Okay. Ja. Jetzt haben wir hier noch verschiedene große Pakete. Ich nummeriere sie mal von 1 bis 134. Okay. Und du sagst mir, welches ich öffnen soll. Ich würde sagen, wir fangen mit dem großen da hinten an, das ist die 102. Ne, es ist die, die 31. Ja. Ah, ja, okay. Okay, das ist von Hua Qiang, Bai Qidao, Gao Ke Dai, Dian Qixi, Zhuang Sheng Chen, Xi Guangdong, Shen China. Relais einmal. Können wir das mal aufmachen? Ja, gerne. Sehr elegant gelöst. Ich hoffe, diesmal. Ja, vielleicht hat es jemand gemeint, das war eine andere Schere. Aha. Ah, das sind Einzelrelais. Das sind Einzelrelais, die habe ich im Delirium bestellt. Hey. Nachts um 2, als ich beim Kleinen saß und er nicht schlafen wollte. Ich konnte nicht schlafen. Sag mal, kann man die lesen? Die sind extrem scharf. Impfscharf. So. So, hui! Ich guck mal, ob man das. Ich lese es mal vor, ja? Sehr gerne. Da steht drauf: 230 Volt AC, 30 Volt DC. Aha. Und ich glaube, bei 3 Volt kann man sie schalten. Sehr gut. 5 Stück. Quasi ein Snüffelstück, könnte man sagen. Mhm. Ich hoffe, die kann ich. Ja, gut, doch, wenn ich den Arduino als Open Collector benutze, müsste ich die eigentlich darin mitschalten können auch, ja. Ja. Gehen halt 50 ja, genau. mAh ja, dagegen genau. Masse, das ja, kann er ja machen, ja. Das 50 mAh, das müssten wir halt sehen, wie viel. Ja, aber es müssen, mehr soll es nicht sein, denke ich. Und ein Diötchen vielleicht noch. Ja, stimmt. Da habe ich keine. Mal gucken, ob ich da welche finde. Als nächstes ist das hier. West Road Shahe, Nanshan District, Shenzhen, China. Welches Paket ist das jetzt? Die 8. Die 8, ah ja, okay. Mhm. West Road Shahe haben wir schon gerade eben was gehabt. Ja. Module 7 mal für 5. 4,50 Dollar. Okay. Haben wir da was vergessen? Nee. Alles gut. Ja. Genau. Ich mache das mal mit diesem Messer auf. Oh, was ist das? Das ist ein Katamaranmesser. Und ein Katamaran ist ja einerseits ein zweiseitiges Schiff. Ja. Oder ein Schiff mit zwei Kielen. Und ähnlich ist es hier. Das ist ein Messer mit zwei Rillen. Ja. Und damit kann man hier seinen Finger reinmachen.
Ja. Und es ist dann nicht ein Katamaran, weil Maran heißt ja fürs Meer, sondern es ist ein Katamesser. Ah. Also ein zweirümpfiges Messer, wenn man so will. Ja, da kann man hier seinen Finger reinmachen und damit die Klinge vor und zurück bewegen. Ja, das ist sehr interessant, ja. Es gibt noch mehrere Gründe, warum das Katamaran heißt. Einmal hat es dann auch hier eine Trennung. Ja. Und es, man kann es auch auseinandernehmen in zwei Teile. Das ist sehr gut, ja, dass es sich in drei Teile verabschiedet. Ja, ich mache mal wieder zusammen. Das ist alles richtig, gell? Ja, alles richtig. Ja. Ja, und das schneidet man damit dann auch. Zack. Oder auch Flitz. Wer sagt denn bitte Flitz? Ich habe das schon mal von jemandem gehört. Und zwar von einem Professor der deutschen Literaturgeschichte. Der Dr. Flitz. Dr. Flitz. Ja, als er sich vorgestellt hat. Ja, richtig. Guten Zack, mein Name ist Flitz. Richtig, ja. Du bist immer so lustig. Danke. Ich packe immer aus. Also irgendwie hatte ich Großes vor, weil ich habe mehrere Relais. Oh, das sind ja noch mehr Relais. Ja, davon kann man nie genug gebrauchen, weil damit baut man natürlich Steckdosen. Absolut. Die hier sind ein bisschen anders. Sind auch 5 Volt Relais. Vielleicht könnten wir damit sogar dann in die Höhle der Löwen gehen und einfach mal 500.000 absagen. Genau, für unsere Business-Idee ist nämlich so schön. Gut. Ja, kann man 10 Ampere, 250 Volt schalten mit 5 Volt. Vielleicht kann man die auch sogar mit 3 Volt betreiben. Hoffen wir es mal. Wir werden sehen. Da ist so ein toller Zettel dabei. 7 Piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil ab 8 Pieces hätte es Versand gekostet. Ach so, ja. Und ich glaube, ich habe für die 7 Stück, glaube ich, 5 Euro oder so was bezahlt. Okay. Ja. Waschen die alle hin? Alles weggeschmissen? Ah, ja. Alles in meine Tasche. Genau da rein. Das kommt mit weg. So. Nächstes Paket, ja? Nächstes Paket. Jetzt wird es ein bisschen aufregender. Oh, welche Nummer? Erstmal ganz kurz. 1 von 1. Ah, das ist die erste. Da ist irgendwas falsch gelaufen, ja. Upsa. Hupala. Ich mach das mal auf. Da haben wir. Oh, das sieht aber richtig schön aus. Das hat meine Frau bestellt. Ich mach mal das erste Teil auf. Ich hab gedacht, damit basteln. Das sind. Oh. Ah, das sind Armbänder. Oh. Kriegt man die auf? Weißt du das? Ich vermute es fast. Okay, das sind Knicklichter. Sollen wir gerade mal alle knicken vielleicht? Ja, ich glaube, dafür ist es da. Ja. Knicken wir jetzt nicht. Das sind nämlich Armbänder, wenn wir am Strand, wir gehen in Urlaub. Oh. Oh. Das sind noch so Stöpsel dabei. Wir gehen in Urlaub und das trägt dann unser Kleinkind um den Arm, damit wir ihn sehen, wenn er im Meer schwimmt. Ach, das bei Tageslicht? Nein, nachts. Ach so, ihr geht nachts schwimmen. Nachts. Verstehe. Wenn die Haie da sind. Dann kann man ihn damit nämlich sehr gut anlocken, den lieben weißen Hai. Ups, was sagt man dazu? Haia. Haia, natürlich. Wir haben noch mehr Dinge. Oh, jetzt wird es richtig bunt. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Ich nehme an, das sind Relais. Ich würde sagen, das fühlt sich komisch an. Auch mal da rein, ja. Ich weiß auch, du weißt, dass ich tatsächlich physisch auch hier bin. Kannst du auch fühlen. Das fühlt sich an, als würde es schon stinken. Mhm. Das ist ein Seepferd. Das riecht noch nichts. Kann das riechen? Ah, gut, ja. Das kann leuchten. Das leuchtet sehr schön. Das kann man anschalten. Willst du gerade mal das Licht ausmachen, wenn du den linken Stecker ziehst, den dicken? Der hier? Halliups. Ah, ja. Dann kann man wieder zum Leuchten bringen. Und so alles Leuchtstoffröhren. Ah ja. Sehr schön. Die kommen an den Kind, an den Rucksack von einem Kind zum Beispiel. Beliebiges oder? Ja. Ja, riechen jetzt nicht so schlimm. Was meinst du? Ganz leicht nach Gummi, aber. Ist okay, ist könnte ja, viel schlimmer sein. Es nicht ist, auch, es riecht jetzt nicht so schleimig, nee, wirklich. Nee, ja. Überhaupt nicht. Okay, wir machen weiter, wir haben ja viel zu tun. Können wir noch eins aufmachen, ja? Was noch ist das? Eins kriegen wir bestimmt auf. Ich suche mir ein schönes raus. Ja. Das da, das ist groß. Groß, das ist eine Warensendung aus Bremen, Merkurstraße. Ach, tatsächlich mal aus Deutschland. Das ist ja ein deutsches Paket, das andere war auch.
Und das machen wir natürlich, auf, machen wir natürlich deutsch auf, indem wir nur halbe Sachen machen. Ja. Oh, und ich sehe schon, das ist ein Netzteil. Ach so, ich dachte ein Relais. Ein Netzteil, ein AC-DC-Adapter, 12 Volt, 6 Ampere, super. Oh, wow. Damit will ich nämlich ein paar... 6 Ampere, das ist gut. Ist auch nicht so groß, ja. Aus Deutschland bestellt? Aus Deutschland Preis? Bestellt. 10 Euro. Was? Oh, da brauche ich einen Link. eBay. Sowas bestelle ich mir nämlich auch sehr was gerne. Was ist das? Aufgrund der LED-Lampen oft auftretende Blindleistung sollten drauf ist immer 30-40% stärker gewählt werden. Das ist super, das sagen sie mir jetzt. Idioten. Ja, vom plumstore.com. Sehr Manufacturer gut. Plum. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ja, also 12 Volt 6 Ampere für ein paar 12 Volt Lampen. Das sind fast 440 Watt. Ja, okay. Das war's für jetzt, denke ich. Richtig. Wir machen Schluss mit dem Video. Ach so, ja, okay. Willst du komplett Schluss machen? Vielleicht ein anderes Mal. Okay, bis dann. Und einen lieben Gruß an unsere Fliegenfreund, der jetzt verschollen ist. Nein, ich habe ihn gefunden. Tschüss, Robbie. Er fliegt, er sitzt auf dem Vorhang. Kann ich ihn kurz filmen? Kann ich ihn kurz... Schwierig. Vielleicht kann ich ihn anfangen. Ah, er ist gerade durchs Bild gesummt. Oder? Vielleicht hört ihr ihn. Ja, ich höre ihn klar. Weil er ist stressig. Okay, tschüssi. Tschüss. Da hört ihr den Robbie rumfliegen, die Fliege, die fliegt rum und fliegt rum und rum und rum. Wie ein kleiner Fliegerich. Fliegt der Robbie durch die Welt, ist des Lebensendes wert. Fliegt er durch das Südgericht, fängt er sich sein Leibgedicht. Und ist er nicht erdicht auf Dingen, kann er Dinge Lieder singen. So. Sopp. Und wie war's? Warsch gacken? Lass mich bitte ausreden. Ja, es war gar kein Problem. Irgendwie nimmt der auf, seit du von hinten vorgekommen bist. Oder schon vorher. Deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit. Cool. Lustigen Gag. Okay. Wie war der Gag? Lustig.